Mein Name ist halt Markus Schmidt. Ich bin am Leibniz-Institut für Wissensmedien, dort im Projekt eTeaching.org und ja, vor allem im Bereich digitale Medien, Open Source unterwegs. eTeaching.org hat sich in der Vergangenheit zu dem Thema schon committed. Das heißt, wir waren bei einigen Projekten dabei, die was mit der OER zu tun hatten. Also wo es darum ging, über OER zu informieren, aber auch OER zu machen. Beispielsweise Kür 13 oder L3T haben wir auch mitgemacht. Da sind wir gern dabei, wenn es so eine Projekte gibt, die wir im OER-Bereich gut finden, und würden das auch in der Zukunft weiter tun. Natürlich gibt es dort Riesenhindernisse, ganz klar. Wenn man sowas durchführen will und keine Finanzierung hat, wie es in diesem Projekt eben war, muss man engagierte Leute finden, in der freien Kooperation, wie wir es dort gemacht haben, die dort mitmachen und ihre private Zeit auch dort einbringen, um ein Ergebnis zu erzielen. Das ist natürlich ein Hindernis, dass man oft in dem Bereich gar keine Finanzierung hat und sehen muss, wie man das irgendwie kriegt. Später haben wir zum Beispiel nach dem Kür 13 erfahren, dass ein MOOC immer 50.000 Euro kostet. Das war so eine Zahl, die kursierte dann danach. Aber man kann das auch so machen, aber es ist sehr viel privater Aufwand dafür nötig. Teilweise schon, ja. Ich kann natürlich nicht die ganze Zeit nur OER machen. Ich habe andere Aufgaben auch. Aber in den Projekten, die wir dort gemacht haben, hat mich auch gefreut, dass das Institut uns zwar jetzt keine speziellen Gelder zur Verfügung gestellt hat oder wir auch keine Gelder, sage ich mal, aus einer Förderinitiative bekommen haben, aber wir konnten einen Teil unserer Arbeitszeit bei eTeaching.org dafür verwenden, um uns um diese Themen zu kümmern. Das ist, ja, im Prinzip vertieft man dort ein Thema. Wir fragen Experten aus der Community an, versuchen auch das Institut selber einzubinden, weil wir auch Experten zu dem Thema haben, die da auch forschen, versuchen so die Ergebnisse über diese Vertiefung ein bisschen in die Praxis zu transferieren. Das machen wir regelmäßig, auch mit Online-Veranstaltungen haben wir gerade gemacht, zu Lernen und Lernen mit Videos, haben wir uns jetzt ein Semester lang auseinandergesetzt. Und es wird natürlich auch eine weitere Veranstaltung geben, die sich dem Thema LMS widmet. Also da war so ein bisschen die Frage, stand dahinter, ist das eine PDF-Schleuder, so ein LMS, oder kann es noch mehr? Und das haben wir so ein bisschen in den Raum gestellt, haben einen Chor dazu gestartet und werden uns dann ab April mit dem Thema auseinandersetzen. Die Themen-Special ist selbst nicht OER. Also wir haben das auf unserer Plattform. Wir machen manchmal Projekte, wie es zum Beispiel im Kür 13 gewesen ist, wo wir das Material auch entsprechend lizenzieren. Bei uns auf der Plattform ist es bisher schwierig gewesen, eine Entscheidung zu treffen, ob man jetzt komplett auf OER geht, weil wir so viele Inhalte haben, die so von so vielen Leuten erstellt wurden und auch noch im Rahmen unserer Arbeitszeit, dass man nicht einfach mal losgehen kann und sagen, man macht das Ganze OER. Es ist Open Access, das heißt, jeder kann darauf zugreifen, man braucht sich nicht in ein System einloggen, man kann an den Veranstaltungen frei teilnehmen, das ist alles gegeben, aber OER im Sinne, dass man das nehmen kann und verändern und weitergeben kann, ist normalerweise nicht der Fall, außer in speziellen Projekten, wie zum Beispiel im Kür 13, dann machen wir das auch.